Rapsfeld. Soweit wie das Auge reicht hier. Krass. Mit Poppenblumen und schön mit Weiß abgesetzt noch. Richtig herrliche Natur. Pur noch hier. Sieht man den Mais hier noch, wie schön der schon sprießt, wie hoch er ist. Bin ich nun schon gekommen. Und diesen Weg muss ich noch hoch bis zum Waldrand und dann wieder runter. Heute. Dann bis gleich machen wir noch andere. Hier hinten im Horizont die Windfeder. Kommt euch gleich ein Wandersmann entgegen. Hier könnt ihr mal sehen, wie hoch der Mais ist, wenn ich mich dazu stelle. So, ich stelle mich mal hier hinter. Seht ihr, ich bin kaum noch zu sehen. Erkennt Maisfeld. Eine verirrte Sonnenblume in hohem Gras. Herrlich das Gelb zwischen das Blau und Grün. Sonnenblume mit der kleinen Biene drin. Thank you.
sehen, der noch kleine Waldstücke, wo ich nachher gleich am Maisfeld und dieses Waldstück entlang laufen werde. Diesen Weg bis an den großen Waldrand. Der Regionalexpress wieder ein über Maisfeld gesehen zum Bahnhof Pilgram nochmal Richtung Berlin. Maisfeld. Jäger so lesen tun, wenn wir für Jagd sind. Agrarreport. Ich habe auch mal in die Zeitung kurz reingeguckt. Ein herrlicher Anblick. Von Feldrand runter zum Waldhang runter. Ein Mischwald. Wieder Sauerstoff für die ganze Woche. So, hier sind wir nochmal am Maisfeld, am Waldrand mit Mais. Man könnte auch mal sehen, wie hoch der Mais ist durch die paar Tage Regen hier. Zu sehen in dem Mais. Sieht wieder. Regen und Hitze, da wächst der Mais. Eine leichte Verfärbung von dem Getreide schon zu sehen, dass es nicht mehr grün ist, sondern schon langsam gelb wird. Verärmte. Ist aber noch nicht reif. Und hier ein kleiner Abschied von dem Mais. Und Maisfeld. Wir laufen diesen Weg zwar nicht lang. Wir gehen an der Waldkante weiter. Hier an dem Getreidefeld. An der Kante von dem Getreidefeld weiter. Nun sage ich schnell Tschüss, winke, winke. Auf Wiedersehen, dieser Clip bis zu Ende. Bis zum nächsten Mal.